Nun kommen die vielen Weihnachtsbäume aus dem Wald in die Stadt herein. Träumen sie ihre Waldesträume weiter beim Laternenschein? Könnten sie sprechen, die holden Geschichten von der Waldfrau, die Märchen webt, was wir uns alle erst erdichten, sie haben das alles wirklich erlebt. Da stehen sie nun an den Straßen und schauen wunderlich und fremd da rein, als ob sie der Zukunft nicht recht trauen. Es muss doch was am Werke sein. Aber wenn sie dann in den Stuben im Schmuck der hellen Kerzen stehen und den kleinen Mädchen und Buben in die glänzenden Augen sehen, dann ist ihnen auf einmal, als hätte ihnen das alles schon einmal geträumt, als sie noch im Wurzelbette den stillen Waldweg eingesäumt. Da stehen sie da, so still und selig, als wären ihr heimlichsten Wünsche erfüllt, als hätten sie sich ihnen doch allmählich ihres Lebens Sinn enthüllt, als wären sie für Konfekt und Lichter vorherbestimmt und es müsste so sein und ihre spitzen Nadelgesichter sehen ganz verklärt da rein.